So, die Geduld, das Warten hat Gott sei Dank ein Ende und wir ziehen jetzt alle Gäste des Bencherville Racing Club zu uns herein. Herzlich willkommen, alle, die Schloss Tick geschafft haben an diesem Wochenende. Damals auch in den 20er Jahren in Le Mans, als sie Vollgas die Hernodier gerade runtergeblasen sind, noch ohne Schikane, aber auch schon weit jenseits der 200 Stundenkilometer. Und wenn Sie sich vor Augen halten, welche Asphaltqualität man in den 20er Jahren hatte, wenn überhaupt schon, dann können Sie sich vorstellen, was Le Mans in den 20er Jahren bedeutet hat. Auf Schloss Tick, bewegen einen Bentley, so wie das gehört. Recht ambitioniert. Wieder Richard Charlesworth. Nicht an den Start gehen. Thank you.
bin da 12 Minuten gegangen. Durchgezogen. Was? Der Roll hat ja wenigstens mal durchgezogen. Jetzt zieht er ganz durch. Die Mohrenfreunde dürfen mitfahren und jetzt also. Hinten nochmal angeschossen. Ich darf doch mal die Eckdaten kurz Ihnen verraten, meine Damen und Herren, was sich da gerade warm fährt, ist ein. Geht dann hoch auf. Nee, das ist nicht Sonder Pacini, das ist der Fiat. Ja, ja, das ist nicht der Brutus, den haben wir jetzt verwechselt. Also auf jeden Fall ein Auto aus einer Zeit, als Hubraum tatsächlich durch nichts zu ersetzen war, außer durch noch mehr Hubraum. Ernst rufen,
Der erste Einsatz 1934, der UL500, war gleich. 1936 wurden technische Eckdaten geändert und überarbeitet, ein nach vorn geneigter Kühler, überarbeitetes Fahrwerk, dieses sogenannte Doppelschleifenrahmen, den diese Maschine hier hat, ist dann auf dem Aber wie gesagt, 1938 hat dann die 500er nicht mehr die Priorität 1 bei DKW-Gar. Hier ist ein Priorität verkauft. Also ich denke mal, wir werden diese Maschine. Wir sind unterwegs, die Ratsch-Alster von Düsseldorf. Meine Damen und Herren, Hermann Schmidt, der Karnevalist, der 11 Jahre alt war, unterwegs war. Also unsere Motorradfraktion ist hier unterwegs und ich selbst habe dann in meiner ganzen Recherche-Zielfahrt Startnummer 407, der Moritz Richter mit der 201R. Moritz Richter, der ja in der Vergangenheit Yeah.